Horido und Weidmannsheil, ja, kurz aus dem Launcher. Ich wollte euch das nochmal zeigen, wenn ihr also so ein Fass oder auch ein Schweinefieder da habt. Wie jetzt hier auf Hemmeldal vor der Jagd könnt ihr also hier einfach auf das Fass drauf gehen und dann seht ihr eingeblendet Attractiveness 100, also 100 Attraktivität haben wir da und Bait Amount, wir haben also noch 30 Futtereinheiten drin, maximal 50 passen rein, ist also noch recht voll. Ich werde es aber, glaube ich, dann trotzdem auffüllen. Wir gehen aber erstmal dorthin und werden, ja, ich würde sagen, ich gehe direkt bis zum Baumsitz und am Baumsitz oder kurz davor sehen wir uns, dann haben wir uns den Weg hier noch gespart. Das mache ich offscreen. Bis gleich. So. Auf meinem Baumansitz angekommen. Hier sehen wir schon einen Bär kommen. Boah, 22 bis 28, das ist also auch schon nicht der kleinste Bär. Hier unten können wir noch Blut sehen. Hier hatte ich noch ein, wie heißen die Drecksviecher? Ein Rentier mit dem Bogen geschossen beim Ankommen. Das hier war ein Rentiermännchen, würde ich sagen. Von dort hinten. Naja, wir können mal kurz die Rassel schwingen. Aber nicht zu lange. Wir greifen hier gleich zum Bogen und wollen den Bär. Na komm, wir lassen ihn noch mal ein Schrittchen näher kommen. Wie bei den Schwarzbären auch. Und da ist er fällig. Unser. Also ihr seht, mit dem Braunbären geht das im Prinzip ähnlich wie mit den Schwarzbären. Nur dass Braunbären natürlich ein bisschen größer sind. Und ja, dadurch natürlich auch die Gefahr sich bietet, schneller mal einen Schuss zu setzen, der dann nicht da trifft, wo er hätte treffen sollen. So, solange ich hier keinen weiteren Bären sehe, kann ich hier auch durchaus ein bisschen runtergehen. Kann hier noch ein bisschen Rassel schwingen. Und halt besser in die Richtung schauen, ob da irgendetwas kommt. Aber ich weiß ja auch nicht. Ich habe unterwegs, also drei habe ich erlegt. Und das vierte war dann eben hier. Was ich aufgrund dessen, dass es hier eben so nah am Fass dran war, dann nicht mehr laut schießen wollte. Die anderen habe ich also mit der 7 mm geschossen. Und ja, jetzt hier kommt nichts mehr. Hat aber bei dem einen, also es waren zwei Weibchen, ein männliches, die ich erlegt habe. Hier das Blut, das angeschossene war auch ein Weibchen. Mal in die Richtung schauen. Und vorhin bei dem Männchen, das hatte auch etwas länger gedauert. Von dem her gebe ich das hier noch nicht auf. Der ruft vielleicht dann nochmal und teilt uns damit natürlich auch seine neue Position mit. Schade, dass hier im Moment keine weiteren Bären im Anmarsch sind. Das kann aber natürlich sein. Also ein Bär war auf jeden Fall. Ah, da oben sieht man schon wieder was. Ein Bär war eben auch mindestens in die Flucht geschlagen worden von dem angeschossenen Rentier. Und das sind Rentiertapser. Da vorne. Gut. Das haben wir sauber erwischt. Kein Männchen, ein Weibchen.
Ist uns egal. So, da hinten Bär. Und auf den warten wir jetzt. 20 bis 27. Das schaut also auch wieder vom Score recht gut aus. Ich würde sagen, wenn er sich ein bisschen beeilt, könnten wir das jetzt so... Oh, da kommt auch noch einer. Also hier sieht man, hier geht's auch heiß her. 100% habt ihr ja gesehen. 22 bis 28, die werden immer besser. Die werden immer besser. Ja, bei ihr hier ist natürlich die Frage, war das eine neue oder war das die, die ich sowieso schon angeschossen hatte? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mal in die Richtung schauen, da sieht man aber nichts. Da war nochmal das Männchen. Wo ist denn das jetzt? Ah, war ein anderes Männchen. Der wäre dort hinten irgendwo. Aber wir haben jetzt so viele Bären hier am Ankommen. Weiß nicht, ob ich da unbedingt noch... Na, hier werden wir auch nur einen von beiden bekommen. So dicht aufeinander, wie die hier kommen. Da werden wir uns den rechten nehmen, bei dem scheint mir die Chance auf einen hohen Score etwas größer zu sein. Und da haben wir auch noch. Oh, und der sieht aber schön aus. Das ist jetzt mies. Das ist mies. Das ist mies. Das war natürlich klar, dass die das beide hören. Beim Bär habe ich die Hoffnung, dass er nochmal zurückkommt. Beim Rentier eher nicht. Gut, ich würde sagen, ich warte hier, bis wieder was kommt und hol euch dann wieder dazu. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Da hinten. Braunbär im Anmarsch. 21 bis 27, also auch ein über 20-Scorer. Läuft also hier wirklich gut. Sind große Bären, die hier heute vorbeikommen. Und das Fass werde ich ja auf jeden Fall auch nochmal auffüllen. 30 hatte es noch, als wir im Launcher uns das angeschaut hatten. Das heißt, 20 passen noch rein. Ich habe hier Fässchen dabei. Da sind hier noch 56 drin. Also eins von den 200er Fässchen, die es mal als Entschädigung gab, da hier die Fässer bzw. die Fieder generell, also auch die Schweinefieder, verbuggt waren. So, ich wechsle schon mal zum Bogen. Man hört ihn auch schon laufen. Nur noch warten, dass er hier ein Stückchen weiter nach vorne kommt. Aber die Entfernung passt schon. Und da liegt da Nummer 3. Und auch hier sehen wir, bildet sich wieder so ein kleines Knäuel. Und ja, mal schauen, wann denn das nächste kommt. Ich müsste auch mal schauen, was macht denn meine Geruchsreduzierung. Ah, eine Minute. Ah, die eine Minute pfeifen wir drauf, sprühen wir direkt wieder ein. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier nochmal einen Schnitt und hole euch dann beim nächsten Bären wieder dazu. Bis gleich. Ja, da oben sehen wir noch, mit dem Arsch wackeln. Ich weiß nicht, wie gut man es auf YouTube dann noch erkennen kann. Das ist der Bär, den wir hier aufgescheucht hatten, der also, ja, als die zwei zusammen am Fass waren und wir den, wo wir uns ein bisschen mehr erhofft haben, geschossen haben, ist hier also das Gegenstück. Der ist nicht weit geflüchtet,
steht aber eben ja noch mit dem Arsch zu uns, da zieht er ein bisschen weiter. Ist also die Frage, dreht er nochmal um, kommt er nochmal zurück oder sehen wir den nie wieder? Wir hätten natürlich jetzt dem hier auch mit dem Gewehr einen Arschschuss geben können. Hätten wir natürlich einen Eingeweideschuss sicher gehabt, aber nee, sowas machen wir nicht, das gehört sich nicht. Wir schießen lieber sauber, versuchen einen schönen Schuss zu setzen und so hier nur verletzen, damit er irgendwann umfällt. Das muss nicht sein. Vor allen Dingen, da wir ja hier auch noch ein paar Minütchen sitzen bleiben wollen und dementsprechend hier eben nicht direkt hinterherlaufen, um ihm vielleicht dann auch von den Qualen zu erlösen. Ja, ich mache noch mal einen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich wollte euch aber den Bär hier noch zeigen, wie er davon zieht. Bis gleich. So, und dann hole ich euch mal wieder dazu. Denn da oben, wenn ich richtig sehe, ja, man erkennt es noch nicht wirklich, aber da ist ein Bär, da nähert sich was. Könnte noch ein bisschen dauern, bis der hier runtergekommen ist. Ja, jetzt kommt er schön ins Bild. Aber das könnte unser nächster Bär sein. Jopim searching the next top beer. So, sonst haben wir hier noch nichts zu sehen. Ja, und ich denke, die nächste Folge werde ich vermutlich dann doch eher, ja, das war natürlich klar, die Bären hier dann einsammeln. Die drei, die wir hier schon liegen haben. Nummer 4 möglicherweise auch noch dabei. Kommt auf jeden Fall langsam näher. Und alles Männchen bisher. Oh, und da oben ist das unser. Ah, sehen wir nicht mehr so richtig. Läuft hier. Ja, jetzt so von den Tannen verdeckt. Könnte von der Farbgebung auf jeden Fall der sein, den wir da verjagt hatten, dass der wieder zurückkommt. Ja, dann trifft er hier wieder mit einem anderen recht zeitgleich ein. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich wieder für einen das, ja, das Flüchten heißen. Ich schaue immer wieder mal in die Richtung, denn hier habe ich auch schon oft gehabt, dass hier Bären runterkamen, hier zwischen den Bäumen auf einmal rauskamen. Und man so meistens dann erst mitbekommen hat, als man dann die Schritte gehört hat. Von hier hinten kommen gerne welche an. Von da habe ich eher selten, hier hatte ich es aber schon häufiger, dass dann Rehe oder auch Rentiere lang kamen und man sie hier zwischen den Bäumen schießen konnte. So, schauen wir mal. Ja, er ist da noch ein bisschen hinten dran. Reicht auch nicht, um hier eine Sichtung aufzubauen, dass wir mal hätten die Werte vergleichen können. Aber naja, doch, jetzt könnte was kommen. Ja, das müsste der von vorhin sein. Die Werte sind also auch dieselben. Das wäre also schon ein Zufall, wenn das jetzt ein anderer wäre. Ah, er schart noch ein bisschen. Ist von der Score-Anzeige ein klein bisschen niedriger. 19 bis 25, er hier ja 20 bis 27. Wo ist er denn? Da ist er versteckt. Hinterm Baum versteckt. Da kommt er. Wie sieht denn das gewichtstechnisch aus? 140 bis 300, er hat bis 400. Also vermute ich bei ihm schon fast doch eher den höheren Score. Dass er vielleicht einen Score von 23, 24 bringt und er hier dann eben nur so 21, 22, also die werden schon recht nah beieinander sein, vermute ich mal. Aber ich glaube fast, dass er hier dann doch ein bisschen mehr bringt. Und er ist auch eher da.
Vielleicht haben wir aber Glück, dass der andere noch weit genug weg ist, dass er es nicht mitbekommt. Aber ey, hier muss noch ein Stückchen näher ran. So. Ah, hat er doch mitbekommen. Schade, schade, schade. Jetzt wird er sich natürlich sagen, das zweite Mal, dass ich hier wegflüchte, jetzt leck mich doch, jetzt komme ich nicht mehr wieder. Deswegen schauen wir mal mit dem Gewehr hinterher. Aber so, ja, können wir keinen schönen Schuss abgeben. Hier zwischen den Bäumen durch ist auch nicht so optimal. Also entweder er kommt noch ein drittes Mal wieder oder er kann die anderen vorwarnen, kann sagen, oh, da ist zwar leckeres Futter, aber da fliegen Pfeile. Nein, die Attraktivität geht hier jetzt natürlich sowieso runter, weil wir hier eben geschossen haben. Ah, aber da hinten kommt der nächste Bär. So, da ist die Bewegung. Ich hoffe, man erkennt es auf YouTube zwischen den Bäumen ganz leicht. Und ich würde sagen, den werden wir uns dann in der nächsten Folge vornehmen. Und dann erkläre ich nochmal, warum die Attraktivität hier am Fass jetzt runtergeht. Bis dann. Ciao, ciao.